Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video von mir. Mein Name ist Bottom Reaper, ihr seid beim nächsten Teil von meinem Dark Souls Let's Play auf diesem Kanal. Get to the Keyboard. Ja, letztes Mal sind wir stehen geblieben, da waren wir bei Ante von Astora. Und ihr seht, ich habe ein bisschen mehr Seelen als vorher. Nämlich 20.000 mehr. Denn wir müssen uns hier was kaufen, um weiterzukommen. Ah, das. Das Wappen von Artorias. Quest von Artorias. Das ist wichtig, um vorwärts zu kommen. Denn von der Story her sind wir jetzt an der Stelle, wo wir die vier Splitter der Lord-Seelen, also falls ihr am Anfang mitbekommen habt, es gab hier die Seelen, die Hexe von Aether hat eine Seele bekommen, Nito hat eine Seele bekommen und Gwyn hat eine Seele bekommen. Und das Pygmy, aber seine Seele ist verloren gegangen. Und jetzt müssen wir, weil wir das Herrschergefäß bekommen haben, müssen wir das jetzt füllen, um zu Gwyn zu kommen. Das heißt, wir können die Seele von Gwyn nicht benutzen, um das Herrschergefäß zu füllen. Das heißt, wir müssen die Seele von Nito und die Seele der Hexe von Izalith sammeln. Zum Glück hat Gwyn allerdings seine eigene Seele ein paar Mal gespalten, um sie seinen treuesten Anhängern zu geben. Einer davon ist Thief, der Schuppenlose, und der andere Anhänger, beziehungsweise die anderen, ist ein Boss, sind die Könige von Neulando. Das heißt, rein theoretisch müsste ich jetzt zu den Königen von Neulando gehen. Oder zu Sif, dem Sif, zu Sif, dem Schuppenlosen, oder als Hexe von Izalith oder zu Nito. Die Reihenfolge, in der man die vier macht, ist relativ wurscht. Das ist die einzige Stelle in Dark Souls, wo man wirklich komplette Freiheit hat, das zu tun, was man will. Ansonsten hat man eigentlich einen linearisierten Weg, den man gehen sollte. Ich sag nicht, dass man den nicht umgehen kann und komplett das Spiel in Anführungsstrichen brechen kann, um allen möglichen Scheiß zu machen. Man kann die Boss ja eigentlich in der Reihenfolge machen, in der man wirklich Bock drauf hat. Aber das ist die Stelle, wo auch Anfänger wirklich absolute freie Wahl haben. Und ich habe mich dazu entschlossen, zuerst mit der Königin anzufangen. Deswegen muss ich hier die Tür öffnen, um zu Sif zu kommen, von dem ich ein wertvolles Item bekomme, um dann tatsächlich zu den Königen zu gehen. Der Grund dafür ist, bei den Königen unten in Neulando ist eine spezielle Glut. Aber egal, wir kommen zu diesem Bereich und ihr merkt schon, ich stehe hier ein bisschen vorsichtiger, wegen den Typen, die hier sind. Dieses Areal hasse ich. Es gibt einfach keinen anderen Grund. Ich sterbe hier pausenlos immer wieder, weil hier zu kämpfen nicht mit meinem Spielstil klarkommt. Ich brauche offene Flächen, wo ich mich hin und her rollen kann. Ich hasse eingeengte Areale. Und mit den Bäumen, ihr merkt schon, ich habe meine Probleme hier zu spielen, ja? Na gut. Hier ist jede Startklasse und die machen Jagd auf einen. Die machen heftigen Schaden, wie ihr wahrscheinlich gleich sehen könnt. Oder auch nicht. Wie gesagt, jede Startklasse ist hier vertreten. Der Bogenschütze hat sogar eine richtig geile... Oh mein Gott, macht das Damage. Wie hat der mich getroffen? Okay, das war merkwürdig. Ja, ich hatte damit nicht gerechnet. Schade. Nächster Versuch. man stirbt ja nicht wirklich in Dark Souls. Kann immer wieder seine Seelen zurückkriegen. Ja, nee. Ah, das war an der anderen Stelle. Es wusste, ich glaube gerade ein bisschen vor mir her. Da war an einer Stelle, die weiter vorne ist, ist genau an so einer Stelle eine Rüstung versteckt. So. Ich habe meine Seelen wieder, ganz wichtig, meine Menschlichkeit wieder. Die Seelen sind mir relativ wumpe, aber die 35 Menschlichkeit sind doch ganz geil. Ah ja, Magier. Ich liebe es übrigens im PvP, gegen Magier zu spielen. Die Duelle gegen Magier sind immer sehr interessant. Nicht, dass ich gut darin bin, aber sie sind einfach spannend. Ich finde, das ist die spannendsten Duelle überhaupt. Melee gegen Magie. Oh, es ist so aufregend. Wow, Gott, mache die Damage. Das Problem ist, was ihr wahrscheinlich nicht wisst, ist, ich habe immer noch meine Startvitalität. Ich habe meine Vitalität nicht geupgradet. Das tut weh. Ah, fuck. Zweite Mal gestorben. Zweite Mal. Ich habe meine Vitalität nicht geupgradet. Ich bin eher ein Vertreter, wie gesagt, des Ausweichens. Und normalerweise klappt es auch, außer halt in diesen Bereichen. Ich bin, was das angeht, relativ scheiße, aber na gut. Nächster Versuch. Nummer 2 von den Toten her. Normalerweise kann man durch dieses Areal durchlaufen, ohne dass man auch nur einen einzigen Schadenspunkt bekommt. Ja, man kann einfach durchrennen zu dem Tempel, der jetzt ein bisschen weiter vorne steht, den wir gerade nicht sehen können, zu dem da. Aber das tue ich jetzt nicht, weil ich euch ein bisschen was zeigen möchte hier. Normalerweise würde ich hier durchlaufen und ich hätte hier gar kein Problem. Aber nett wie ich bin, möchte ich euch einfach Dinge zeigen. Oh Gott, der Ritter kommt, oder? Ja, der Ritter kommt. Leck mich doch am allerwertesten.
Das Problem ist halt immer dieses, dass man nicht wirklich zu denen hinkommt. Immer diese Bäume überall. Und deren Waffen, die gehen da halt durch die Bäume durch. Na, komm schon. Back. Nein, fuck. Ah! Aggression. Okay. Puh. Wahusa. Tief durchatmen. Wenn sowas in Dark Souls passiert, nicht durchdrehen, einfach wissen, dass man es kann, ja? Einfach. Ich kann's. Ich bin gut. Ich kann's. Volle Konzentration und dann einfach zocken. So. Erste Bedrohung zuerst. Magier. Kann mich hier nicht treffen. Ich höre auch keinen anderen, der zu mir kommt. Wir warten einfach ab. Da kommt echt kein anderer. Ja, dann leg ich mich einfach mal mit dir an, oder? Na komm. Und go. Immer noch kein anderer. Komisch. Weder der Ritter noch der. Nach der Berserker, irgendwie komisch. Normalerweise sind die hier alle. Die spawnen allerdings immer in denselben Positionen. Die Aggro variiert ab und zu bei mir. Ich weiß nicht wieso. Aber normalerweise müsste alles immer genau gleich sein. Aber wie gesagt, wenn sowas in Dark Souls mal passiert und ihr bekommt an einer Stelle mehrmals ins Gesicht, einfach nicht aufhören. Ach, da ist der übrigens. Einfach nicht aufhören, einfach genau weitermachen wie vorher. Nur ein bisschen vorsichtiger spielen und nur nicht aggro werden. Wenn ihr selbst aggro werdet, dann ist das nicht gut. Das ist keine gute Möglichkeit, so zu spielen. Chillt einfach und spielt vernünftig runter, wie ihr es immer macht oder könnt. An sich ist dieses Areal nicht schwer, aber ich stelle mich hier immer an wegen den Bäumen halt. Das war jetzt extrem traurig, dass ich dreimal hintereinander gestorben bin. Ich entschuldige mich bei allen, die denken, dass ich ein bisschen Skill habe. Eigentlich habe ich ein bisschen Skill, ja? Eigentlich. Eigentlich. Und eigentlich sacke ich. Na komm, friss Feuer. Bitch. Na doch nicht. Der Bogenschütze hier, der droppt was richtig Geiles, aber ich werde mich gleich nicht mit dem anlegen. Ich gehe zu dem Tempel weiter. Kann euch hier was zu erzählen, wieso das hier überhaupt so ist. Das hier ist nämlich die Heimat der Forest Hunter. Die Covenant der Forest Hunter. Da ist Alvina, die Katze, sprechende Katze. Ja, wir sind nicht bei Alice im Wunderland, aber hier gibt es trotzdem eine sprechende Katze. Sprechende Katze ist seit Ewigkeiten da gewesen. Was die Lore von ihr angeht, weiß nicht viel, außer dass sie teilweise oder einst mit Artorias befreundet war. Und sie beschützt das Grab von ihm, indem sie hier ihre Covenant aufzieht. Das sind die sogenannten Forest Hunter. Jeder, der Artorias Grab oder, ich sag mal, seine letzte Ruhestätte, in Anführungsstrichen, angebliche Ruhestätte, betreten möchte, der wird von den Forest Huntern rausgeschmissen. Hier kann man PvP machen, man bekommt ein Item, wenn man sich ihrer Covenant anschließt, wo man Leute invaden kann, die hier sind. Und so kann es ab und zu sein, dass man von jemandem aus dieser Covenant invaded wird. Das sind dann blaue Phantome. Und regulär invaded wird von einem roten Phantom. Also kann sein, dass der blaue Phantom gegen das rote Phantom kämpfen muss, in Bezug dessen, wer zuerst einen selbst umbringt. Das sind dann immer ganz spannende Duelle. Also wirklich sehr, sehr cool. Bevor ich allerdings zum Boss gehe und zu dem erzähle, zeige ich euch, wie man in die magische Glut kommt. Nämlich diese Pilzmenschen. Lasst euch nicht von denen verarschen. Ja, es gibt keine blauen Elefanten. Es gibt keine roten Elefanten, verdammt, egal. Die sehen zwar lieb und knuddelig aus und putzig, aber die hauen rein. Das ist Mike Tyson, wenn der auf ein paar zu vielen Drogen ist. Ich meine, der Typ ist regulär immer auf Drogen, aber das passiert, wenn der zu viele genommen hat. Das ist einfach nur krass. Die haben so einen Punch, die können mich wahrscheinlich one-hitten. Das sind wirklich die Chuck Norris aus dem Dark Souls-Universum, was den Schlag angeht und die Schlagkraft. Wären die im Battlefield, die könnten einen Panzer ausnocken. Glaub mich, übertreib nicht. Die haben 2000 HP, circa, sogar ein bisschen mehr. Und die machen Damage. Ihr seht es gerade an meiner Stamina-Leiste. Das ist jenseits von Gut und Böse. Glaub mir einfach, ihr wollt nicht von denen getroffen werden. Und ich erst recht nicht. Mit meiner Basis-Vitalität. So, die droppen allerdings Goldharz. Also gut, um zu farmen. Und hier könnt ihr die magische Glut holen. Die geht an Rickard. Rickard habe ich euch in der, ich will nicht sagen allerersten Folge, ich will sagen zweiten Folge. Ich bin mir aber nicht sicher. In der ersten oder zweiten Folge von Dark Souls habe ich euch Rickard gezeigt. Ansonsten gehen wir hier zu Sif.
Und Sif ist putzig. Sif ist der große böse Wolf in dem Spiel. Er war einst der Begleiter des Ritter Artorias. Artoria ist eine der vier mächtigen Ritter von Gwyn, also sozusagen die Elite-Einheit von Gwyn. Er hatte vier Ritter. Artorias, Ornstein, den wir bereits besiegt haben, war mehr oder weniger der Anführer der vier Ritter. Dann gab es noch Artorias, Ornstein, es gab Siren, zu der ich gleich was sagen werde. Und der vierte fällt mir gerade nicht ein. Wer war der vierte? Wer war der vierte? Können wir das irgendwer kurz sagen? Wer war der vierte Ritter? Es gibt den Hornistenring, den Leoring, Wolfring. Ist egal, ich vergesse auf jeden Fall irgendjemanden, aber es gab auf jeden Fall noch einen vierten Ritter. Ich wette, wenn ihr es in die Kommentare schreibt, da komme ich von selbst drauf. Auf jeden Fall ist das hier der angeblich letzte Ruheplatz von Artorias und der hatte einen Schoßhund. Und mit Schoßhund meine ich einen riesigen, blutrünstigen Wolf. Dieser blutrünstige Wolf, der ist sein Haustier gewesen und sein Freund. Und das ist nur der vermeintlich angeblich letzte Ruheplatz, dass man daran sehen kann. Ach, Falkenring, Fares, der Ritter Fares. Ja, auf jeden Fall Hornissenring, könnt ihr sehen. Das war ein der vier Ritter von Gwyn, die Siren. Die hat angeblich eine Liebesgeschichte mit Artorias am Laufen gehabt, aber ist egal. Das ist eine ganz andere Geschichte. Und Sif beschützt das Ganze, weil ich möchte, dass irgendwer das Grabmal von seinem Herrchen besudelt. Und auch wenn das Ganze hier nichts mit Game of Thrones zu tun hat, so muss ich trotzdem immer wieder an Schattenwolf denken, weil das Viech ist nicht normal, ja? Aber welche Steroide das Viech genommen hat, weiß ich nicht, aber es könnte als Bodybuilder auftreten. Es ist lächerlich. Der Boss sieht verdammt bedrohlich aus, aber kann nichts. Ich zeige euch dem wie immer mal ein bisschen. Mit einfachen Blocken könnt ihr sämtliche 100% seines Schadens aufhalten. Der kann nichts. Ihr seht, ich blocke hier ein bisschen. Und der Trick zum ganzen Boss ist ausweichen. Und zwar über diesen Doppeldreher einfach drüber springen. Springt in ihn rein, dass ihr genau unter dem steht. Und der kann euch da nicht wehtun. Ihr braucht einfach nur ein bisschen Stamina, falls ihr den so bekämpfen wollt. Es geht auch komplett ohne irgendwas. Ihr müsst einfach nur gut im Ausweichen sein. Selbst wenn ihr nicht gut im Ausweichen seid, ist das Wurst. Habt ihr einfach ein gutes Schild, wie mein Silber-Ritter-Schild oder mein Baldur-Swag-Shield. Und das war's. Ihr müsst nichts können. Das ist einer der leichtesten Bosse im gesamten Spiel. Der macht einem nicht mal Schaden. Der sieht nur extrem bedrohlich aus. Beim ersten Mal spielen denkt man sich so: Oh mein Gott, was für ein harter Boss, was für ein harter Boss. In Wirklichkeit kann der nichts. In Wirklichkeit ist er verdammt billig. Ihr seht, ich stinge mich hier nicht mal regulär an. Ich bin so aus dem Spiel raus, dass ich am Anfang dreimal gestorben bin. Aber dieser Boss ist trotzdem meine persönliche Bitch. Weil er einfach nichts kann. Er sieht nur extrem bedrohlich aus. Wenn man das neue Spiel reingedenkt, denkt man sich so psychologisch: Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ihr seht hier, ich bin gerade schon so aggro geworden, also nicht aggro, so unachtsam geworden, dass ich hier voll die Fehler mache, wie ihr es gerade sehen könnt. Ich heile mich mitten vom Boss, das ist nicht gut. Es gibt einen Zeitpunkt, wo ich heilen könnt, wenn ihr genau unter dem steht. Also genau der Zeitpunkt, wo ihr auch angreifen könnt. Seid einfach ständig unter dem und das war's. Da kann nichts passieren. Wenn der unter ein Fünftel, ein Sechstel HP fällt, dann fängt er an zu humpeln. Und dann habt ihr eigentlich schon gewonnen. Denn seine Angriffe haben dann gar keinen Punch mehr. Der ist dann komplett, ja, außer Gefecht gesetzt. Ist ein cooler Boss von der Lore hier. Ihr seht gerade, das war gerade eine perfekt ausgeführte Rolle. Ja, der humpelt jetzt nur noch. Der kann jetzt gar nichts mehr machen. Ihr seht. Großen Respekt auf jeden Fall vor diesem Boss. Ist ein treues Haustier gewesen. Deswegen sind Hunde cooler als Katzen. Und mit Respekt mögest du in Frieden ruhen. Großer böser Wolf. Was für eine edle Kreatur. Und ich und Viech haben sie geplättet. Nein, Spaß beiseite. Von dem Wolf bekommt man auf jeden Fall Covenant von Artorias. Die ist ein Item, was ich bekommen habe. Das braucht man, um in Neulando zu kommen. Denn Artorias hat sich gegen Gwyn gestellt, beziehungsweise ist von seinen Rittern abgehauen. Und ist als Abyss Walker bekannt geworden, dass er in die Dunkelheit reingeschaltet ist. Also das heißt, im Endeffekt der metaphorische Erzfeind von Gwyn ist in die Dunkelheit geschreitet und hat sich der Dunkelheit gestellt. Dem Abyss. Ist auch vom Abyss verschlungen worden, aber er wurde trotzdem als Abyss-Schreiter bekannt in den Köpfen der Menschen. Und ihr seht schon, etwas Wichtiges passiert. Der Typ hier ist nicht mehr da. Deswegen ist das Video noch nicht zu Ende, sondern der Typ ist losgezogen, um etwas Spannendes zu tun.
Der hat sich die ganze Zeit darüber beschwert, dass er nichts tut, dass er keine Kraft macht und so weiter. Aber jetzt geht er los und tut was. Ja, das ist voll cool. Die meisten Leute sehen das nicht, weil sie ihn immer wieder töten. Ich töte den auch immer, der gibt 1000 Seelen. Aber der macht jetzt was Interessantes. Lore-technisch habe ich keine Ahnung, wieso er das macht. Falls mir das irgendwer erklären kann. Ich habe in Dark Souls Wiki, in den Videos von Epic Name Bro, in den Videos von Vati, von all den Leuten habe ich das nie herausgefunden. Im Internet steht nichts dazu, wieso er das macht, was er jetzt tut. Aber ich hätte mal vernünftig heruntergehen, nicht die Abkürzung mit Springen benutzen, sondern ganz normal. Damit hier es schön bla bla, ne? Damit die Anspannung, Anticipation, steigt. Und hier ist Sam. Ich nenne ihn Sam. Er ist komplett ballerballer geworden und hat sich gedacht, er muss sich um die Geräusche, die von unten kommen, aus Neulando kümmern. Im Endeffekt meint er damit, er will uns umbringen, wo ich keine Ahnung habe, wieso, aber er macht es einfach. Ha, zu spät? Na, geht doch. Ja, und damit beende ich dieses Video. Ich würde sagen, danke schön fürs Zuschauen. Im nächsten Teil legen wir uns mit den vier Rittern an. Von Orlando. Ich hoffe, dass ich da weniger sterbe. Bis zum nächsten Mal, Jungs, und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ciao, ciao.